Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Wir sind noch immer beim Shotgun Messias. Wir mussten schon einen kleinen Stopp machen beim Motorrad und unsere Taschen leer machen. So, 33 Minuten haben wir noch eine Schürfwunde und eine Stunde sind wir noch erschöpft. Ja, Vitamine haben wir leider noch nicht gefunden, auch nicht in der Krankenstation. Ist ein bisschen unglücklich. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Hier waren wir doch schon. Ja, hier waren wir schon. Die hat wohl. Ach, wahrscheinlich sind die hier runtergefallen, haben die Tür aufgeschlagen, ne? Na? So, ein Arm fehlt schon mal. Und der Kopf ist auch weg. Das sieht irgendwie nach Elektrik aus, oder? Bin mal gespannt, ob wir hier irgendwas von den Sachen bekommen, die wir uns so sehr erhoffen. So, ich nehme mal an, es soll hier weitergehen. Eine Etage kommt noch. Drei Stück. Ah, vier, da ist auch noch einer. Einer mit Anzug. Ah, dann komm mal her. Nicht runterfallen, dann kriege ich keine Erfahrungspunkte. So, wer steht wieder auf? Gar keiner. Sehr schön. Gut gelaufen, würde ich mal sagen. Den ganzen Kram hier werden wir natürlich abbauen. Da könnte noch ein Versteck hinter sein, oder? Versuchen wir mal mit der Axt. Wenn das aus Holz ist, obwohl es eine Metalloptik hat, ist es meistens Versteck, habe ich festgestellt. Kaffee. Ausdauerwiederherstellung. Ja, komm, trinken wir mal. Ist nicht verkehrt, wenn man mit dem Knüppel unterwegs ist, seine Ausdauer auf dem aktuellen Stand zu halten. Was haben wir hier? Eine leere Dose, die können wir zerlegen. Ja, jetzt gerade haben wir nicht so viel Lootglück hier. So, Geier ist weg. Na, du hast dich da ein bisschen angedacht. Komm mal her. Ach du Scheiße, da ist noch einer. Und ich kann nicht hüpfen. Meine Güte. Diese Geier sind echt nervig. Und tödlich. Die sind schlimmer als die ganzen Zombies, die uns bisher begegnet sind. Die sind ja nur gefährlich, wenn sie in Massen auftreten. Aber die Geier, die rauben ja selbst einzeln den letzten Nerv. So, wenn ich da rüber springe, dann wird doch da garantiert einer rauskommen, oder? Wo wandert ihr denn alle hin? Hier spielt die Musik. Na gut. So, Schrot ist auch nachgeladen, die ist auch nachgeladen, aber wir nehmen wieder den Knüppel. Ach du Scheiße. Bricht ja alles zusammen. Holz und Geld. Hier geht's auch nirgends hin. Gut, da. Wozu? Den Griff wollten wir gleich zerlegen. Ups. Ach, du stehst wieder auf. Das ist aber frech. So, wo werden die jetzt alle herkommen? Treppenhaus hier. Da ist verschlossen. Da ist offen. Ich glaube, wir müssten eigentlich erstmal oben weitergehen, oder? Waren wir hier schon? Nee, ist alles unberührt. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir eigentlich erst oben weitergehen müssen. Das könnte der Ausgang sein hier, oder?
wenn man quasi alles durch hat, dass man hier wieder rauskommt. Bin mir aber nicht sicher. Also hier waren wir schon. Jetzt haben eigentlich einfach nur vergessen, hier lang zu gehen, kann das sein? Oder hier war vorher zu und ein Zombie hat es aufgeschlagen, das kann natürlich auch sein. So, wir waren schon auf Level 3, ne? So, Ebene 3. Von da sind wir gekommen. Da ist leider keine Tür mehr drin. Oder wäre das Looten bald in die Hose gegangen? Hat nicht viel gefehlt. Aber ich muss sagen, die ganzen Zombie-Kills hier. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir die wandeln können. Die ganzen Zombie-Kills hier ist das ein relativ lukratives Gebäude von den Erfahrungspunkten her. Na? Bleibt aber noch nicht liegen. Ein Hoodie. Ja. Können wir den schon eher tragen. Eine Schatzkarte, die müssen wir nehmen und dann lesen. Ah, können wir nicht lesen, wir haben die schon. Wir müssen ja nicht zweimal die gleiche annehmen. Das kann man mitnehmen, das Tierfett werden wir wahrscheinlich nachher wieder rausschmeißen, aber egal. Lesen. Hey Bastard, wir haben dich beobachtet und wir wissen, wer du bist. Du scheinst gut auf dich selbst aufpassen zu können. Mal sehen, ob du dich auch dieser Herausforderung stellen kannst. Erledige das und vielleicht nehmen wir dich in unseren privaten Club auf. Zieh dich lieber warm an. Der durchgeknallte Crazy Jake. Herausforderung: Töte ein paar Holzfäller-Zombies mit einer Axt. Akzeptieren. Das ist schlecht. Wir spielen nicht auf Axt. Aber egal, können wir trotzdem irgendwann machen. Wir nehmen erstmal alles an. Und was wir davon abarbeiten, gucken wir dann, wenn es soweit ist. Kannst von meinetwegen gleich trinken. Die Lampe sagt, es geht da hoch. Das heißt, wir gucken erstmal hier unten weiter. Ja? 2500, ne, da schlage ich nicht auf. Wir werden gegebenenfalls den Safe aufschlagen, sofern wir nicht geknackt kriegen. Lass mal liegen. Und manchmal muss ich zugeben, hätte ich jetzt gerne schon Geschützturm. Weil ich mich jetzt hier umdrehen muss, um den Safe zu knacken. Gucken, ob wir mit unseren Dietrichen hinkommen. Ansonsten müssen wir die Spitzhacke nehmen. Allerdings Spitzhacke dann mit einem Schnitt. Der Zombie scheint ziemlich nah dran zu sein. So, Machetenteile nehmen wir mit. Die können wir mal... Die können wir nicht zerlegen, dann bleibt die hier. Stahlknüppelteile nehmen wir mit. Stockstabteile bleiben hier. So, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, der ist auch wieder so schnell. Ah, da kommt noch einer dazu. So, wo kam der jetzt weg? Der hat sich irgendwo durchgeschlagen. Das ist so ein schneller Zombie und er bringt uns trotzdem nur 750 Erfahrungspunkte. Der bringt mir mal noch weniger. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ne, der ist tot. Ne, der ist auch nicht tot. Ich bin nicht reingekommen. Der steht nochmal auf. So, jetzt aber nicht mehr. Ah, 413 bringen die normalen. Okay, dann ist 750 ja doch besser. Warum kniest du dich denn da an der Holzstachelfalle? Auch Spice genannt von uns.
Aus irgendeinem Grund konnte ich nicht ein zweites Mal zuschlagen. Ich weiß nicht warum. So, Level up. Sehr schön. Aber Level haben wir hier jetzt aber ordentlich gemacht, kann das sein? Wieder Geld. Wir haben Hunger. Ändert aber nichts daran. Wir gucken mal, was können wir uns denn Schönes kaufen. Wir können eigentlich nochmal Packesel kaufen, dann brauchen wir diese ganzen Mods nicht mehr, ne? Brauchen wir dafür auch nur einen Punkt oder brauchen wir zwei? Ne, einen Punkt, sehr schön. Oder sexueller Tyrannosaurus können wir uns leider nicht leisten. Können natürlich auch schwere Rüstung mal skillen. Bewegung und schwere Rüstung können noch graziöser sein, aber immerhin bist du am Leben. Fertige schwere Rüstung von Qualität 2 verringert den Bewegungs- und Ausdauermalus in schwere Rüstung um 5%, erhöht die Haltbarkeit um 50%, schaltet das Fertigen von Eisenrüstung frei. Das ist eigentlich ziemlich gut, da wir ziemlich viel Ausdauer brauchen und meistens in schwere Rüstung unterwegs sind. Eiserner Magen lohnt sich, glaube ich, nicht. Heilfaktor können wir noch nicht, Ausdauertraining auch nicht. Brauchen wir hier noch irgendwas unbedingt? Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Fortgeschrittener Ingenieur könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Besser verhandeln auch. Achso, das sind nur die Bücher, das bringt uns nichts. Oder Chefkoch. Chefkoch kann erstmal warten, wir kommen, glaube ich, mit den Rezepten so erstmal ganz gut klar. Die ganzen Mods. Ja gut, wir haben noch keine besseren Mods gefunden, also es ist Schwachsinn, würde ich mal sagen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal schwere Rüstung. Blechmann sind wir jetzt und wir haben Hunger, das heißt, wir werden den Blaubeerkuchen mal essen. Und jetzt geht es aber auch weiter. Ach, das sind nur Kloschüssel, ne? Das können wir zerlegen. So, ich loote nur das, wo ich von hier aus dran komme, würde ich sagen. Ich werde mich da jetzt nicht extra hochframen. Das zerlegen und das mitnehmen. Oh, die Stühle nehmen wir mit. Müll. Mülleimer haben wir ja schon das ein oder andere Gute gefunden. Das hört sich irgendwie falsch an, das ein oder andere Gute, das ein oder andere Brauchbare. Den ein oder anderen guten Gegenstand so. Jetzt haben wir es. Das zerlegen, das zerlegen. Gläser bleiben hier. Säure nehmen wir mit. Das können wir trinken. Stühle sammeln wir mal eben ein und zerlegen wir gleich im Inventar. Bücherregale, das ist immer erfreulich. Bauplan gedämpfte Verbindungsmods, sehr schön. Das kennen wir schon. Panzerbrechende Robotikmunition lernen wir trotzdem. Durch diese Bunkerknacker-Mod. Ui, aber dafür haben wir wahrscheinlich wieder keine Materialien. Bauplan eiserne Armbrust. Scharfschützebank 3, Kopfschuss. Auch Streifschütze setzen deinen Gegner wahrscheinlich außer Gefecht. Kopfschütze haben eine Chance auf Lähmung und eine größere Chance auf Zerstückelung. Sehr schön. Das dürfte, so wie ich das Buch verstehe, mit allen Waffen gelten. Also nicht nur mit Scharfschützengewehren. So aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Das wäre ganz toll. Hier geht es auch schon wieder rein. Bin ja mal gespannt, wenn hier schon so viele Zombies rumlaufen, was uns beim Hauptloot erst erwarten wird. Das könnte interessant werden. Öl brauchen wir ganz dringend, da ist noch ein Rucksack. Ah, da kommen wir aber so nicht ran, also lassen wir das mal sein. So, Tür erst auflassen, nicht dass hier wieder Haufen Leute vor der Ecke kommen. Zerlegen. Mais-Samen wäre nicht schlecht. Komm, nehmen wir erstmal mit. Ich weiß nicht, wie groß das Gebäude ist, noch ist. Vielleicht sind wir bald durch. Gut, ich
höre welche, aber die scheinen nicht unmittelbar bei mir zu sein. Machen wir die Tür hier erstmal zu. Du bist der schnellste momentan, dann legen wir dich erstmal platt. Ach du Scheiße. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so clever war, die Tür wirklich zuzumachen. Aber es scheint zu funktionieren. Und uns ist nicht die Ausdauer ausgegangen. Ne, ist keiner aufgestanden. Ich dachte gerade, steht einer auf. So, da ist noch ein Bob und da ist noch ein Bob. Doppelbob. Oh, eine Zeit lang haben wir gar keinen Bob mehr gesehen und jetzt sehen wir sie wieder andauernd. Nase hat gerade gejuckt. So, die Nasenspitze oben drauf. Ist nervig. So, Dietriche sind immer gut. Gehe ich hier immer so langsam drauf, könnte ja auch mal sein, dass es zusammenbricht, oder? Die hätten wir zerlegen müssen, aber jetzt kommen hier schon wieder zwei Bobs. Müssen uns erst um Bob und Bob kümmern und dann können wir das hier zerlegen. Oh, wir haben noch ziemlich viel in der Warteschlange zum Zerlegen. Fällt mir gerade so auf. Das ist echt ein Riesengebäude hier, kann das sein? Warum frage ich eigentlich so blöd? Ich bin ja mittendrin. Ich glaube, das ist schon die dritte Folge jetzt, ne? Von dem Gebäude. Dritte oder vierte? Ne, dritte, glaube ich. Da ist ein Geier. Kommen wir aber so nicht ran. Hallo? Geier? Wo bist du? Geier! Der hat sich jetzt da oben aufgehängt. So, der Geier ist der gefährlichste. Schalten wir den zuerst aus. Puh, zum Glück halten die nicht allzu viel aus. So, die sind irgendwie ein bisschen zu dämlich, um den Weg hier hinzufinden. Ja. Noch runterkommen. Na, warum kommst du denn nicht runter? Jetzt aber. Ja, da Schrot machen wir einfach viel mehr Schaden. Den Knüppel würde ich gerne reparieren, allerdings ist hier noch so viel in der Warteschlange. Aber wir sollten das lieber abbrechen und erst den Knüppel reparieren. Dann können wir den Kram hier ja noch immer zerlegen. Nicht, dass wir hier reingehen und der Knüppel bricht uns auseinander. Dann haben wir mal ein Riesenproblem, würde ich mal so sagen. Oh, mal kurz schauen. Da ist noch einer. Total. So, hoch oder runter? Ich glaube, hier oben geht es weiter. Dann gucken wir erstmal, ob hier unten noch was liegt. Da nicht. Kann ja auch sein. Ach, da geht es auch rein. Gut, dann schauen wir erstmal hier unten rein. Knochen lassen wir hier. Hier geht es zum Fahrstuhlschacht. Da ist noch eine Tasche auf dem Fahrstuhl. Kannst du gleich essen. Die Stühle kannst du zerlegen. Und das kannst du jetzt auch zerlegen. So hoch. Die Tür ist verschlossen, dann bleibt die jetzt auch verschlossen. Und wir gehen hier oben weiter. Da ging es lang. Und nicht so viel laufen wegen Ausdauer. Oh, da war ja ein Zombie drin. Da wird wohl nichts drin sein. Können wir da rüberspringen? Funktioniert das? Könnte ein bisschen weit weg sein. Wenn wir runterfallen, sind wir wahrscheinlich... Ja, tot vielleicht nicht, aber wir haben zumindest gebrochenes Bein, denke ich mal. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal sein. Ist anstrengend genug hier drin. Da ist verschlossen. Da
gammeliges Brot nehmen wir mal mit. Da können wir Antibiotika draus machen, sofern wir das Rezept haben. Wow. Das war jetzt dumm, ich wollte R drücken, nicht die linke Maustaste. Na, was flippt die alle so aus? Kommt doch her. Komm nicht an mich dran, weil die Leiter hier so ein bisschen nach oben versetzt ist. Wahrscheinlich war das auch der Gedanke von den Leuten von Funpimp hier. Die wollten, dass du hier reinfällst und dann von den Zombies hier überrannt wirst. So, jetzt haben wir aber genug Schrotflintenmunition verballert, würde ich mal sagen. Da ist auch noch einer, den schaffen wir aber so. Hier geht ganz schön viel Munition drauf. Da ist auch keiner. Na, die kommen jetzt von da aus. So, das scheint jetzt relativ sicher zu sein. Hier auch mal gucken. Da oben könnte der Hauptloot sein. So, wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen was auseinandernehmen. Aber vielleicht nicht so viel, wie ich geplant habe, weil hier ist ja endlos viel Material drin. Hier können wir eigentlich immer wieder hingehen. Guten Tag. Das Problem ist nur, die Zombies respawnen natürlich auch, ne? Auch wenn wir hier ein paar Tage nicht waren, kann es sein, dass wieder alles voll mit Zombies ist. Eine Basis hätte ich hier aber auch nicht hinmachen wollen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir zu groß gewesen. Wobei, wenn du hier oben auf dem Dach stehst, soll da passieren, ne? Bis die sich durchs ganze Gebäude gekloppt haben. Das dauert eine Weile. Wahrscheinlich verlieren sie auch das Interesse früher oder später. Zumindest wenn du dich leise verhältst. Ein Ei. Haben wir schon zwei Ei, können wir wieder Speck mit Eiern essen. Nein, nicht darunter fallen. Sonst muss den ganzen Weg wieder hochlaufen. So, wir schauen einmal hier. Hätten auch einfach oben lang gehen können, oder? Aber es war jetzt nur ein Rundweg hier. So, Leute. Hier ist gerade Action. Falsche Taste gedrückt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.